Hallo zusammen, mein Name ist Didi Bachmann von Zofingen. Ich bin Porträt- und Werbefotograf. Aber am allerliebsten bin ich in der Natur. Das ist meine grosse Leidenschaft. Da gibt es immer wunderschöne Sachen zu entdecken. Und darum habe ich auch immer meine Kamera dabei. Ich habe heute drei Tipps für euch, wie ihr zu besseren Naturbildern kommt. Der wichtigste ist, in der Natur draussen sein und schauen, was um einen herum ist. Und da hat es gerade eine Blüte. Und jetzt schaue ich mal, was ich fotografisch mit der könnte ich machen. Und damit kommen wir zum Tipp Nummer 2, wahrscheinlich am wichtigsten in der Fotografie. Und das ist Bildgestaltung, Bildkomposition. Und um euch das zu illustrieren, habe ich hier einen Bilderrahmen mitgenommen. Und durch den schauen wir jetzt gerade mal ein bisschen durch. Wenn ich jetzt hier durchschaue, sehe ich, dass ich viel zu viel sehe. Häuser, alles unnötige Sachen, die mein Bild stören, gefällt mir überhaupt nicht so. Ich möchte die Blüten wirklich ins Zentrum stellen. Und da gibt es nur eins, ich gehe näher ran. So gefällt es mir schon viel, viel besser. Jetzt habe ich nämlich nur noch die Blüten und das Gras hinten im Bild. Das Gras mache ich nachher unscharf, da kommen wir noch dazu. Aber vor allem, ich habe die Blüten nicht in der Bildmitte, sondern eher ein bisschen oben dran. Und so könnte ich mir vorstellen, ein schönes Bild zu machen. Damit komme ich zum dritten Tipp von mir. Wie kann ich die Blüten schön vom Hintergrund lösen, dass sich die schön abhebt? Die von euch, die eine Spiegelreflexkamera haben, die wählen den Modus A und dann blende ich mit dem Rad ganz auf, das heisst möglichst eine kleine Blenderzahl. Und die eine Kompaktkamera haben von euch, da habe ich einen kleinen Trick. Schaltet ins Porträtprogramm, das macht nämlich praktisch das Gleiche. Und schon habt ihr einen schönen, unscharfen Hintergrund. Ich habe euch jetzt drei Tipps für die Naturfotografie geben. Am schnellsten kommen wir aber zu guten Bildern, indem wir möglichst viel in die Natur rausgehen fotografieren. Wieso nicht gerade nächste Woche?